Guten Mr. Eintracht hier. Wir blicken auf dieses wunderschöne Spiel in Mainz. Was soll ich da sagen? Ganz ehrlich, in Mainz zu spielen, wir scheißen da doch immer rein. Außer einmal vor kurzem. Haben wir gewonnen. Hab ich auch gedacht, das Ende der Welt ist nah. Wir haben mal in Mainz einen Sieg geholt. Aber wie oft haben wir da reingeschissen? Und wir könnten 33 Spieltage am Stück grandiose Fußball spielen, Punkte holen, haben 99 Punkte, dann fahren wir nach Mainz und zeigen so ein Drecksspiel. Es ist immer so. Es ist immer so, dass wir in Mainz reinscheißen. Und selbst wenn wir 33 Spiele am Stück gewonnen haben und Mainz hat 33 Spiele am Stück verloren, Mainz würde gewinnen. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Und sind wir mal ehrlich. Wir müssen eine enorme Leistungssteigerung zeigen. Und das steht ja eigentlich schon fest. Ich meine, klar, Mainz hat auch 4-1 verloren letztes Wochenende. Ja, wow. Und? Ich meine, 4-1 gegen ein starkes Union Berlin. Fun Fact, Union Berlin hat ja heute auch wieder 4-1 gewonnen, meine ich, ne? Egal. Fakt ist, Mainz wird uns das Leben da total schwer machen. Und klar hat man hier und da mal die Fehler, also die Mainzer Lücken erkannt, aber die werden die sicherlich jetzt in der einen Woche versucht haben zu schließen. Und wenn ich so unser Spiel anschaue teilweise, und dann denke ich mir, ja, es könnte ein bisschen schwierig werden, ne? Aber wir haben in dieser Saison bei keinem Spiel überzeugt. Und kommt mir jetzt bitte nicht mit, ja, wir haben das 7-0 gegen Lok Leipzig gewonnen. War das ein überzeugendes Spiel? Ja, hinten raus, nach dem 3-0, weißt du ja genau, okay, 3-0, das Ding ist geklatscht, ja. Ja, aber wir haben Darmstadt nicht gut gespielt. Und ich finde, wir haben gegen Leipzig nicht gut gespielt, weil da kann es zur Halbzeit eigentlich fast 2-0 stehen. Also das 1-0 muss er fast machen, wo er alleine aus dem Tor rennt, auch wenn er Regionalliga ist. Ja, wahrscheinlich Nervosität, zu viel nachgedacht. Das 1-0 ist von uns ist geschenkt worden. Wenn das nicht passiert oder die einfach das Tor machen, dann scheiden wir vielleicht sogar in der ersten Runde aus. Wenn Darmstadt sich nicht so dämlich angestellt hätte bei uns in Frankfurt, hätten die genauso gewonnen. Ich meine, wir stehen mit allen Abwehrspielern teilweise in der gegnerischen Hälfte oder an der Mittelfeldlinie. Da kommt ein langer Ball. Die mussten ja immer nur die Bälle nach vorne schlagen und bam. Wenn wir das gegen Leipzig so spielen, kassieren wir 5 Dinger. Boah, ich höre mich voll kritisch an. Ich bin eigentlich froh, wir haben in den letzten 4 Spielen, wenn man noch das Nottingham-Spiel mitnimmt, fast in allen regulären Spielzeiten kein Tor kassiert. Ich meine, klar, gegen Levski Sofia ist das Traumtor in der 96, 95. Minute, haut das Ding in den Winkel rein. Ansonsten wären wir immer noch ohne Gegentor. Ich möchte mich nicht beschweren, ne? Oh Mann, ey, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist manchmal, also hinten, ja, ich finde, Tutta war so ein bisschen Unsicherheitsfaktor. Pacho geht manchmal, ein, zwei Sachen denke ich manchmal, Alter, hör doch auf damit. Ansonsten, ja, auch nach vorne manchmal. Hat das Gefühl, immer wieder so kompliziert. Ich habe noch nicht so richtig die Spielidee entdeckt. Vielleicht ist es auch gut, wenn man die nicht sieht, weil dann ist es dann unberechenbarer. Aber ich glaube, wir brauchen echt nur über links einen Flügelflitzer. Dann kannst du über rechts was machen. Über links. Wenn jetzt wenn so ein Kostic-Spieler links kommen würde. Hättest du links, rechts, könntest du auch noch in die Mitte, durch die Mitte gehen. Das wäre ideal, weil das Problem, was wir vorher rechts hatten, haben wir jetzt links. Und das ist das Problem. Und ich sehe gegen Mainz, das wird ein schwieriges Spiel. Na klar, von der Qualität sind wir vielleicht schon, klar, besser. Aber es gibt Statistiken, die eigentlich nur Statistiken sind, aber trotzdem hat man so passen. Das wollen sie meistens mit dem Anstellen. Und ich hoffe, dass wir uns, von mir aus können wir uns zum Anstellen, wenn wir trotzdem gewinnen. Es ist mir egal. Hauptsache wir gewinnen da irgendwie. Und ich bin gespannt, wie es morgen ist. Fakt ist, kann ich euch sagen, ich bin natürlich nicht live.
und ich werde ein Relive aufnehmen. Das heißt, 15.15 Uhr ist das Spiel zu Ende, gegen 17.45 Uhr, 18 Uhr, je nachdem. Manchmal sogar ein bisschen früher, wie immer wie das Internet im Stadion ist, generell wie es durchkommt, hochgeladen wird, werde ich das mir Relive anschauen, ohne dass ich die Ergebnisse weiß. Und dann lade ich es am Montag, glaube ich, hoch. Auf meinem Sportkanal wahrscheinlich, nicht hier auf dem Eintracht-Kanal. Von daher wird auch meine erste Reaktion später kommen und das erst auch so um die Uhrzeit wohl wie jetzt. Daher sage ich hier Arrivederci. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin und ihr wisst es. Ciao, ciao.